Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die ersehnte, jedes Raum-Dingsy ist ein anderer Stil-Video. Sowas, was wir jetzt letztens schon im Creative Sim gemacht haben. Und ja, dafür habe ich ein Haus runtergeladen aus der Galerie, beziehungsweise eine Shell. Dann sieht das von außen nämlich einfach so aus. Und von innen ist der Floorplan so. Also ich hätte mir gedacht, das hier könnte ein Badezimmer werden. Das hier ist das Hauptschlafzimmer. Das hier ist ein Kinderzimmer. Und das könnte ein geteiltes Kinderzimmer werden, je nachdem. Schauen wir einfach mal. Hier ist halt noch ein Hallway. Da geht es dann nach unten. Und hier ist der Eingangsbereich. Hier ist noch ein Badezimmer. Hier kommt das Wohnzimmer. Hier kommt die Küche hin. Und hier kommt das Esszimmer hin. Und die Terrasse. Und dieser Balkon hier, das wird auch noch eine Sache sein, die wir gestalten können. Ich habe natürlich wieder ein schönes Wheel erstellt auf wheeldesign.com. Und ja, ich denke, wir beginnen einfach mal direkt. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mit dem Hallway. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwie was wird, dass wir da irgendeinen Stil finden, der uns weiterhilft im Leben. Und wir beginnen einfach mal. Und Märchen ist auf jeden Fall ganz nett. Kann man sagen, dass man das dann direkt entfernt? Ich glaube nicht. Gut, dann können wir es halt eventuell mehrfach bekommen. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Gut, dann muss ich einmal gucken. Wir haben hier Stil. Märchen. Okay, ja. Wir haben Tapeten. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die so geeignet sind für drinnen. Eigentlich. Aber... ja, gibt es denn Böden? Ja, das ist sehr schön. Da würde ich auf jeden Fall so einen Holzboden nehmen, weil sonst, finde ich, ergibt das auch nicht so viel Sinn, to be honest. Schön! So, dann schauen wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Licht oder so. Ich hoffe, wir haben Lichter. Es gibt auf jeden Fall nicht so viel. Oh, das ist schon mal schlecht. Auf jeden Fall haben wir hier eine Deckenlampe. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich die jetzt hier so in Hallway klatschen würde. Aber ja. Mir bleibt anscheinend keine andere Wahl. Dann nehmen wir halt noch so Wandlichter, I guess. Weil ich finde, wenn man mehrere von diesen Dingern dahin macht, wäre das, glaube ich, too much. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier für Items haben. Also irgendwie ist es halt nichts, was ich unbedingt halt in den Hallway stellen würde, ne? Also ich meine, hier sind zwar ein paar so süße Sachen, aber ja, also ich meine, das hier ginge sogar. Das würde ich nämlich einfach dann da reinstellen so. Das ist, glaube ich, ganz süß. Ja, also dann sind da halt keine Sachen, wo man sich irgendwie ausziehen kann. Es ist halt einfach so. Doch, wir haben Stühle. Wir haben Stühle. Wir können hier einen PC hinstellen, bevor wir am Ende halt nichts haben in die Richtung. Und diese Kommode ergibt natürlich auch Sinn, tatsächlich. Dieses Licht triggert mich komplett, ne? Wir haben halt nicht mal einen Teppich, ne? Oder wir stellen da einen Kamin hin. Wir können auch einen Kamin hinstellen, ne? Weil wir... ah, ne, ja, okay, der ist größer. Der ist zu groß. Ja, dann würde ich das erstmal so lassen, I guess. Die Terrassen würde ich dann übrigens zusammenfassen. Also das hier, die Terrasse und den Balkon würde ich dann zusammenfassen. Aber ja, wir schauen jetzt erstmal weiter. Ich würde dann erstmal das Badezimmer hier machen. Mal gucken, ob wir was finden, wo... Badezimmermöbel auch integriert sind. Cosmolox. Das sollte gut sein. Zuallererst schauen wir natürlich nochmal Dekorfliesen. Mm, geil. Sieht unfassbar nice aus. Wow. Ganz toller Boden. Wow. Wunderbar. Das ist auch richtig schön. Wow. So möchte ich mein Badezimmer haben. Die Items sind auf jeden Fall... hilfreich grundsätzlich. Das ist schön. Hier, wir machen dieses komische Licht dahin. Das macht wenigstens Licht. Das ist schon mal gut. Wir haben Badezimmermöbel. Das ist auch supi. Dann würde ich hier eine Dusche auf jeden Fall reinstellen, weil ich weiß ja nicht, ob das andere Badezimmer dann funktionstüchtig ist. Deswegen mache ich lieber alles hier rein. Ja, den Rest würde ich jetzt da halt irgendwie nicht reinklatschen, ne? Also wir haben... na gut, wir können vielleicht dieses Porträt hier irgendwie hinhauen. Aber I don't know. Ja, das müssen ja die Wand ein bisschen füllen, ne? Hier, wunderschön. Besser hätte es nicht sein können.
Wir nehmen einfach mal direkt das nächste. Das ist das Wohnzimmer jetzt. Boah, ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. So, da gibt es auf jeden Fall Wände. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt, was ich mir unter einer Wohnzimmerwand vorstelle. Wunderschön. Einfach nur perfekt, sag ich dir da nur. Hier, wir machen so ein bisschen Special-Zeugs. Wow. Fancy, oder? Es gibt leider keine Böden. Das tut mir sehr leid für die Familie, die hier irgendwann mal wohnen wird vielleicht. Wir haben Fancy-Lichter. Wow. Wunderschön. perfekt. Hier ein Teppich. Toll. Ich weiß nicht so ganz, was ich hier gerade tue. Aber ich tue Dinge. Ich weiß doch auch nicht, Leute. Also, ich weiß nicht, was dieser Raum jetzt sein soll. Also, es ist ein Wohnzimmer wohl irgendwie. Kann man wohl irgendwie erkennen, aber... ja. Ich weiß es einfach nicht, was es genau sein soll. Es ist sehr wild auf jeden Fall. Ich würde mit der Küche weitermachen. Mal schauen, was haben wir für die Küche denn? Französischer Landhausstil. Oh mein Gott, dann müsste die Landhausküche bei sein, oder? Also sollte sie auf jeden Fall. Aber wir schauen wie immer erstmal auf die Böden und die Tapete. So, wir haben auf jeden Fall Licht. Das ist schon mal gut. Aber ich habe da noch gar keine Tür rein drinne. Dann nehme ich mal kurz die hier. Oh, und in den Raum kommt man auch nicht. Moment mal. So, das habe ich mal gerade gefixt. So, jetzt schauen wir mal. Aber es sieht tatsächlich gar nicht so aus, als ob hier unbedingt was mit Küche und so wäre. Ich schaue lieber mal hier rein. Doch. Also es gibt auf jeden Fall einen Kühlschrank. Das ist schon mal richtig gut. Oh, und die Theken gibt es auch. Aber nicht von der Landhausküche-Dings, sondern von dem Dingenset. Aber besser als nichts, sage ich da immer. So, dann der Ofen, obviously noch. Gefühlt habe ich ihn noch nie gesehen, Alter. Kommt mir richtig unbekannt vor. Dann tun wir so ein Zeug hier noch drüber. Juhu, wunderschön. So, und jetzt kann ich mich natürlich auch noch um Deko kümmern. So wie man das hier natürlich immer macht. Waschbecken gibt es auch, das ist sehr, sehr toll. Oh, Sonnenblumen, super. Hier so ein paar Kisten kann man ja random rumstehen haben. Dann füllt das den Raum. Super. Ich bin Profi. So, davon bin ich Fan. Nice. Eine Küche. Ich würde sagen, wir begeben uns jetzt in das Esszimmer. Cosmolox. Nice. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Lass mal Moschino nehmen. Das ist so ein bisschen wild. Da muss ich diesen hässlichen Boden benutzen. Wir haben auf jeden Fall Tische und so, das ist auf jeden Fall ganz toll. Der Teppich ist leider ein bisschen groß, aber so geht's. Nice. Dann können wir noch ein bisschen was hier reinbringen. Woo! Leider habe ich hier nichts, was ich da jetzt noch irgendwie reinstellen könnte in dieses Regal. Aber trotzdem finde ich das gar nicht mal so bad. Also für ein Esszimmer, also es hätte auf jeden Fall schlimmer sein können, sagen wir es so. So, ich würde sagen, dieser kleine Mini-Flur und der Flur hier wird dasselbe Dings bekommen, weil warum sollte ich für diesen Mini-Flur hier wirklich was Eigenes nehmen? Also ganz ehrlich, das sehe ich ja mal gar nicht ein. So, dann drehen wir und es ist Farmhaus. Na gut, das ist eigentlich ganz gut für so einen Flur, heißt das? Flur. Ist auch sehr schön, da können wir Böden benutzen und so. Wow, ganz toll. Wow, ich mag halt das nicht so mit diesen krassen Mustern und so. Vor allem ergibt das gar keinen Sinn. Diese Häuser. Warum sollte man so krass unterschiedliche Stile nutzen in einem Haus? Und sie nebeneinander packen wollen. Aber egal. Ist schon in Ordnung. Ich werde hier natürlich nicht viel reintun, aber ich schaue mal, was sich machen lässt. Ach, ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich habe da jetzt noch so einen Spiegel getan und so einen Schrank. Die Uhr und so ein Bild und hier so eine Kamera. Ja, ist schon in Ordnung. Ist halt auch nur ein Flur, ne? Dann gehen wir mal zum nächsten Badezimmer. Denn das Badezimmer, das wird natürlich industriell. Da sollten wir auf jeden Fall ein paar Sachen finden. Das finde ich sehr nice. Perfekt. So, und jetzt... Ja, ich finde... Wow. Das ist schon einiges. Nice. Dann haben wir sogar zwei funktionierende Badezimmer. Cool. Es wird also sehr wahrscheinlich ein komplett funktionstüchtiges Haus. Ich lieb's. Okay, ich finde es echt ganz geil. Ich würde jetzt noch die Farbe von dem hier vielleicht ändern. So ein bisschen kontrastreich ist. Und ich finde es aber eigentlich richtig geil. Ich weiß nicht, ob das funktionstüchtig ist, wenn wir diese
Rohre da oben hin tun. Aber ich finde, es sieht einfach cool aus. Deswegen nehme ich es einfach so, weil, I don't know. Es ist einfach irgendwie richtig cool. I don't know. Es ist sehr wild. Ich würde dann jetzt zum Hauptschlafzimmer gehen, quasi von den Eltern. Und da kriegen wir Cosmologs schon wieder. Besser als Terrasse auf jeden Fall. Okay, es ist halt richtig wild, wie ich das jetzt gerade mache. Aber ich find's irgendwie richtig geil. I don't know. Es ist mal was anderes, sag ich mal. Ach ja, ich vergaß. Das ist so geil. Niemals in meinem Leben hätte ich so ein Zimmer jemals gebaut. Aber ich find's irgendwie richtig geil. So nochmal so ein großer Spiegel. Wie man das halt so macht, ne? Geil. Lieb's auf jeden Fall. Dann gehen wir mal ins Kinderzimmer. Städtisch modern, gibt leider keine Tapete und keinen Boden. I'm sorry, liebes Kind, aber du kriegst sowas leider nicht. Immerhin gibt es ein Bett. Gibt es irgendwie einen Teppich oder so? Ich glaube nicht, ne? Ich hätte dem Kind das auf jeden Fall gegönnt. Das Kind kriegt nämlich auch nicht mal Spielzeug oder so. Naja, es sieht jetzt eher aus wie ein Teenie-Room. Ich hätte jetzt eher eigentlich an ein Kind gedacht, wo ich den Raum hier bauen würde. Kann man ja nutzen, wie man will. Und das hier soll eigentlich auch nochmal ein geteiltes Zimmer von Kindern werden. Mal schauen, was daraus wird. Wir kriegen dafür Farmhaus. So, dafür gibt es auf jeden Fall Zeugs. Das ist gut, aber ja, ob es so kindgerecht ist, man weiß es nicht. Endlich kann ich den coolen Teppich benutzen. Ja, auch das ist jetzt nicht so kindgerecht geworden. Aber hey, es geht schon in Ordnung, oder? Also ich meine, naja. Also ich würde da als Kind jetzt auch nicht wohnen wollen. I'm sorry. Auch als Teenager nicht, by the way. Gut, dann fehlen jetzt nur noch die Draußenaspekte. Das heißt, wir schauen einfach mal, was wir dann hier auf die Terrassen und so stellen können. Letztes Mal wird gedreht. Das könnte man auf Terrasse oder so hoffen. Wir schauen einfach mal. Missionsstil? I don't know. So, es gibt auf jeden Fall Zeugs. Okay, Tapeten brauche ich jetzt zwar nicht, aber ich brauche Böden. Und Böden, finde ich, das ist perfekt. Perfekt. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. So, dann führe ich hier noch so einen Weg hin. Also wirklich viel gibt es leider nicht. Aber es hilft mir auf jeden Fall. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ja, es ist nicht viel, aber immerhin. Und hier vorne kann man ja vielleicht auch nochmal einfach so eine Bank hinstellen. Warum nicht? Es ist ja eh überdacht. Dann kann man sich doch schon mal gönnen. Es ist absolut wild, was hier abging. Aber ja, das ist mein fertiges Haus. Es hat eine Stunde gedauert, das hier zu bauen, by the way. Weil das hier ist absolut nicht das Haus, was ich mir gewünscht habe, sage ich immer so. Aber immerhin ist es ein voll funktionstüchtiges Haus. Das war nämlich auch so eine Sache, die ich unbedingt erreichen wollte. Wie gesagt, es ist absolut nicht perfekt. Das wird es aber wahrscheinlich auch nie sein, wenn man das so random erstellen muss. Letztendlich gefällt es mir wahrscheinlich schon irgendwie. Also, wie gesagt, ich habe es bei Le Sims schon gesehen und da sah es teilweise ein bisschen komisch aus, einfach nur, weil es auch einfach nicht funktionstüchtig war. Und wie gesagt, immerhin habe ich das geschafft. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? Wie gut ist es bei euch gelaufen? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!